Für Vielverdiener soll ab dem kommenden Jahr das Elterngeld wegfallen, allerdings mit anderen Eckwerten als bisher geplant. Wie die deutsche Presseagentur aus der Sitzung des Haushaltsausschusses erfuhr, soll die Einkommensgrenze nicht plötzlich, sondern schrittweise sinken. Bis Ende März soll die Grenze wie bisher bei 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen liegen, dann bis Jahresende auf 200.000 Euro fallen. Ab April 2025 soll eine Einkommensgrenze von 175.000 Euro gelten. Ursprünglich wollte Familienministerin Lisa Paus das einkommensabhängige Elterngeld für Einkommen ab 150.000 Euro jährlich streichen. Außerdem sollen Paare zwar weiterhin zusammen bis zu 14 Monate Elternzeit nehmen können, aber nur noch maximal einen Monat parallel. Wir nehmen Kürzungen beim Elterngeld zurück und setzen stärkere Anreize für mehr Partnerschaftlichkeit, erklärte SPD-Haushälter Felix Döring.